Moin Leute, willkommen zu einem neuen Teil Warum fährst du elektrisch? Heute mit dem Mustang Mach-E. Das ist Volker, das ist sein Auto. Du hast ihn jetzt seit dem 14. Januar, hast du gesagt. Genau, ne? 14. Januar. Ein erster Monat Eindruck? Jetzt. Super, macht Spaß, tolles Auto. Für mein Nutzungsverhalten das ideale Auto. Sehr cool. Ich war Ende 2019, hatte mich Ford damals nach L.A. eingeladen, Business Class hin und habe auch ein bisschen Geld dafür bekommen und durfte den Wagen da vorstellen. Der Wagen ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Natürlich hat es jetzt unfassbar lange gedauert. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Es gibt irgendwie Autos, die mehr im Markt sind, die mehr gehypt sind. Obwohl dieses Auto, also ich saß eben schon kurz drin, es ist ziemlich geil, ne? Also ja, diese Animation und fand ich sehr cool. Aber ich glaube, dieser Zeitraum, Ende 2019 vorgestellt, jetzt irgendwie rausgekommen, das war zu lange, um den Hype irgendwie aufrechtzuerhalten. Und mittlerweile irgendwie andere Autos, keine Ahnung, warum die mehr gehypt sind. Ja, ich würde auch sagen, dass der Lieferzeitraum in der Zeit viel zu lang war. Also 19 vorgestellt, wie du schon gesagt hast, und dann, keine Ahnung, anderthalb Jahre später erst in Deutschland angekommen. Ich glaube, das ist... Also 2019, du hast ihn auch gleich damals, als er vorgestellt wurde, bestellt? Nein, ich habe Mitte November bestellt und dann Anfang Januar bekommen. Ist aber auch ein Lagerfahrzeug gewesen. Okay, also gut, jetzt hast du 3 Monate gewartet. Zwei, ja. Stimmt, November, Januar. Ja. Lass mal ein bisschen angucken. Ne? Also ich finde, der sieht, ich weiß, diese Diskussion um, ist das jetzt ein Mustang, ist es nicht. Das ist genauso wie bei Porsche Taycan, ist es ein Sportwagen oder nicht. Für Ford ist natürlich Mustang die wertvollste Marke. Deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen die wertvollste Marke, machen da ein Elektroauto raus und dann werden die Leute das schon kaufen. Aber ich finde auch, also wie das hier vorne aufgebaut hat, sieht das wahnsinnig gut aus. Ne? Also sehr viel Konturen, aber halt auch aggressiv, wie eben irgendwie ein Mustang sein muss. Hier vorne mit dem Pony, hier unten die Öffnungen gehen wahrscheinlich auf, wenn er Kühlung braucht. Genau. Die sind jetzt geschlossen, um einfach den CW-Wert zu senken. Es sieht einfach wahnsinnig aggressiv aus. Und aber positiv, ne? Und was ich auch schon cool fand, ich habe den Schlüssel hier schon. Ich bin eben näher rangegangen und dann ging das Licht von alleine an. Ich mache es jetzt mal einmal so an. Das sieht auch cool aus, das Tagfahrlicht. Also mit den 3 Streifen, die wir auch hinten dann nochmal sehen. Lassen wir mal weiter hier rum. Hier vorne ist Ladeöffnung, ne? Ja, ganz normal. Den Türgriffe. Und da hat Ford noch so ein bisschen was geändert, weil es war früher so, dass es einfach nur so ein Haken quasi war und man von unten auch durchgreifen konnte. Jetzt kann man von oben, es ist aber insgesamt größer geworden. Also haben sie ein bisschen geändert, aber man hat halt keine Türgriffe, was total komisch im ersten Moment ist, aber ich habe das noch aus Erinnerung aus 2019, wenn man das erstmal gemacht hat, ist es relativ einfach. Man muss hier reingreifen, dann auf den Knopf und dann geht die Tür auf. Genau. Hattest du damit schon mal Probleme? Ich muss Leuten, die neu einsteigen, das meistens erstmal erklären. Also das sieht zwar intuitiv aus, aber ich glaube, die Lampen sind auch nicht immer an, wenn ich schon drin sitze. Eben war es auch aus, ne? Genau. Als ich das eben versucht habe. Klar, es ist super ungewohnt, aber wenn man es einmal gemacht hat... Ja, danach. Es geht halt auch, ne? Also klar, das ist im ersten Moment total klein, aber... Also hat mich bis jetzt kein bisschen gestört, tatsächlich. Und es ist wahrscheinlich auch einfach für Ford günstiger zu produzieren, weil du hast einfach nur einen Knopf, du hast einfach hier so einen Hebel, ja, und du hast einen besseren CW-Wert, weil hier nichts raussteht. Ist clever gemacht, ist ja wie bei Model Y oder Model 3, musst du auch erstmal jedem erklären, wie das da funktioniert. Ne? Das ist einfach eine andere Art. Was ich auch interessant finde, das ist das erste deutsche Auto, wo ich das gesehen habe. Wenn man in Amerika unterwegs ist, dann sieht man das da relativ häufig. Da ist es relativ Standard, ne? Bei ja. Ford, Lincoln, glaube ich auch. Genau, Lincoln. Erklär kurz, was ist das? Das ist ein Zugangscode. Ich brauche den Schlüssel eigentlich gar nicht dabei haben. Also wie bei Tesla. Ich kann einfach mit dem Telefon durch die Gegend laufen und er schließt sich dann auch automatisch auf, mhm, auch zum Starten. Falls mein Akku mal alle sein sollte oder so, dann habe ich da einen Code eingegeben. Wenn ich den eingebe, geht die Tür auf. Ach, und dann kannst du quasi dich reinsetzen, dann dein Handy ich mich laden? Reinsetzen, theoretisch laden, aber auch direkt losfahren. Auf dem Bildschirm ist noch ein separater Code. Ach so, okay, also du kannst jetzt quasi, hier hast du einen Zahlencode. Finde ich mal witzig, weil das immer nur mit 5 Knöpfen ja quasi ist. Ne? Genau. Also, ne? Aber gut, man hat halt Zahlencode. Ich finde das so witzig, weil man hat für 10 Zahlen nur 5 Knöpfe. Das heißt, man hat deutlich weniger Kombinationen, weil man theoretisch eine falsche Zahlenkombination hat und trotzdem richtig eingibt. Ja, genau. Ich meine, das hat man sicherlich früher irgendwie aus einfachheitshalber Gründen gemacht. Jetzt sind wir aber heute irgendwie ein bisschen fortgeschritten und trotzdem hat man immer noch diese 5 Knöpfe. Aber gut. Und drin hast du, um den Motor zu starten, quasi dann noch einen Extra-Pin. Genau. Da kann man
so lang setzen, wie man will, groß, klein, Steigung, also richtig eine Tastatur hast du. Ah, okay. Aber das ist ja witzig, also du hast den Schlüssel, du hast dein Handy, was genau wie bei Tesla funktioniert. Genau. Und dann hast du noch den PIN. Das genau heißt, drei Zugang, okay, das ist doppelt und dreifach abgesichert, cool. Aber das funktioniert über die Ford-App oder ist das schon ja, dieses das Apple Car-Key? Nee, nee, Ford-App. Aber das, solche Sachen, ne? Also ich nehme es jetzt im Mund, IONIQ 5, Kia EV6, die haben sowas nicht, ne? Also, ja, dass du nur mit Handy fährst, der hat das. Und ich finde, also da hat, ich glaube, Ford einen Fehler gemacht, zu früh angekündigt und der Hype ist einfach weg, weil, also digital, wir werden uns gleich noch was drin angucken, da bin ich sehr gespannt drauf. Digital scheint Ford hier viel, viel weiter zu sein. Hinten genau dasselbe, nur, dass ich hier gar keinen Griff habe, ne? Aber die Tür springt einfach elektrisch auf. Das ist ja auch super easy. Ja. Ist auch eigentlich ein cooles Gefühl, wenn du an deine... In dem Bereich da hast du dann auch so eine Gummidichtung sozusagen, wo du rangreifen kannst. Ja, okay. Aber was ich auch gemerkt habe, jeder greift trotzdem hier da hin. Oben, ne? Ja. Aber es ist ja, also finde ich super geil. Mega. Hinten sehr sportliche Form, ne? Also fast ja schon irgendwie Coupé-mäßig. Die drei Lichter wieder, typisch Mustang eben. Man hat das Styling versucht, da zu übernehmen. Das Pony wieder. Und du hast den All-Wheel-Drive. Das heißt, du hast genau vorne Motor, hinten Motor. Genau. Große, kleine Batterie. Ich habe die kleine Batterie genommen. Reicht mir völlig aus. Ich bin hauptsächlich in der Stadt unterwegs. Ich habe bei meiner Mutter eine Ladesäule, die ich von euch habe. Ah, okay. Sehr schön. Ich kaufe deine Wallbox übrigens. .de. Jetzt im Winter komme ich an die 250 Kilometer damit. Aber ich fahre sehr viel Kurzstrecke. Das heißt, der Akku hat gar keine Chance, bei mir warm zu werden. Darf ich fragen, hast du Rabatte bekommen? Gibt es da bei dem Rabatt oder bestellst du den online? Ich habe einen ganz leichten Rabatt bekommen beim Händler, aber nichts, was bahnbrechend ist. Okay, das heißt, das, was man sieht an Preis, zahlt man noch aktuell, ne? Relativ, ja. Weil mit dem großen Akku ist der gut 10.000 Euro teurer als Model Y. Okay. Hat aber dann als Hecktriebler 610 Kilometer Reichweite, wo das Model Y nicht hinkommt aktuell. Okay, machen wir mal... In der Mitte? Ah, da ist der Knopf. Das ist elektrisch, das heißt, du hast das Technikpaket, ne? Genau, Technikpaket 2 habe ich genommen. Der ist natürlich dadurch, dass du ein relativ krasses Schrägheck hast, nicht gigantisch groß. Ich würde mal so IONIQ 5 in die Richtung, aber du hier unten hast noch ein bisschen. Genau, kannst du auch runtersetzen, da hast du ein bisschen mehr Platz. Ah, okay. Den doppelten Ladeboden. Ja, ja, aber ist doch gut. Und alles elektrisch hier. Kannst du auch mit dem Fuß kicken, das geht auch. Ach so, das hat er... Genau. Ja, cool. Hat er hinten animierte Lichter? Ja. Auch, ne? Also vorne hatte der ja auch welche. Das heißt, wenn ich einmal abschließe. Ja. Ach, sogar unten mit denen. Okay, sieht cool aus. Und ein Heckscheibenwischer. Hat ja auch nicht jeder Wagen. Ist wichtig. Also ist zwar fließendes Heck und so, aber wird schnell schmutzig trotzdem. Ja. Oh, okay. Auch suboptimal. Den Frank müssen wir uns natürlich nochmal angucken. Der Mach-E hat nämlich einen. Man muss zweimal drücken auf der Vermiedung. Genau. Das ist interessant. Ähnlich wie beim Model Y hat man jetzt aber auch hier nicht noch irgendwas, womit man das aufmachen muss, sondern der geht dann einfach auf. Aber ich erinnere mich noch, dass hier so ein kleines Ablassventil ist. Das hatten die damals präsentiert, als dass man da quasi Eis reinschmeißen kann und dann irgendwie Sachen kühlen kann. Also da ist das Ablassventil. Und insgesamt ist der auch schon recht groß, ne? Also ich würde fast sagen, dass er eigentlich genauso groß ist wie Model Y. 100 Liter soll er fassen. 100 Liter, okay. Cool, dass Ford das auf jeden Fall hinbekommen. Also ich meine, so häufig nutzen wir ihn nicht, jetzt im Model 3 oder Model Y. Aber gerade wenn man jetzt verreist oder sowas, nochmal so einen zusätzlichen Platz zu haben, ist halt echt geil. Das ist gut. Nee, mach du lieber zu, ey. Ja, man muss die Haube leider ein bisschen knallen, weil sie sonst nicht einschnappt. Okay. Hat mir der Ford-Händler auch so gezeigt, also sonst bleibt sie auf halber Höhe. Ja, okay, sehr gut. Okay, dann jetzt fahren wir aber. Los geht's. Okay, wir springen mal rein. Hier habt ihr die Animation. Das ist schon ultra fancy. Läuft das jedes Mal? Ja. Wenn ich jetzt drin sitze, dann könnte ich jetzt auch gar nichts bedienen. Nee. Das heißt, also, ich muss immer erst einmal genau hier drauf drücken. Okay. Ja, der Wagen hat noch einen Startknopf. Meine Meinung kennen wir ja dazu. Aber ich lass es mal an dieser Stelle mit dieser Aussage. Wir hatten eben auch schon wieder kurz drüber gesprochen. Ne? Das ist, wenn man jetzt... ich sehe Jonas auch vorne eine beheizte Scheibe. Ne? Ja. Es ist halt deutlich geschlossener. Ne? Also man fühlt sich eher tatsächlich wie in einem Sportwagen, weil einfach das Dach
ist das Dach tief oder ist hier vorne so hoch? Ich weiß es nicht. Aber im Model Y zum Beispiel hast du nach vorne einen größeren Blick. Also du siehst jetzt im Model Y nicht mehr, ne, also von der Straße, aber es wirkt halt einfach größer. Dafür ist das, also muss man auch ganz ehrlich sagen, hier von den Materialien, also wir haben hier irgendwie Carbon, wir haben hier dann nochmal so einen Stoff, der bestimmt noch irgendeinen nachhaltigen Hintergrund hat. Die Nähte hier, das sieht deutlich, deutlich feiner aus, als es wie im, ja, als es wie im Model Y ist. Ich finde auch super, dass alles in Schwarz gehalten ist. Also ich glaube, Teil vom Technologiepaket 2 könnte sein, dass das Dach in Schwarz ist, weil es gibt auch welche mit Weißem. Ah, okay. Ist das verdunkelbar? Nein, nee, das ist nicht. Okay. Fix, so wie es ist. Und der Stoff verbirgt eine Soundbar. Ach, das stimmt, das ist B&O, ne? Genau. Ja, das hatte ich eben auch gelesen. Das ist auch cool. Das, die Lautsprecher sitzen quasi hinter, ne? Angeblich, aber das hier so ist die einzige Stelle, wo ich ein Gitter fühle. Okay. Alles andere ist eher so. Ach, hier ist auch flach. Was, ja. Oh, du hast sogar noch hier die Dach hinten. Werde ich niemals wagen, hier die Folie bei dir abzuziehen. Aber du hast sie hier sogar noch drauf. Hat mich bis jetzt nicht gestört, weil ich sie eh nicht bekomme. Ja, stimmt. Ich habe auch gerade gemerkt, man sieht sie. Aber das muss ich auch sagen, das Display, warte mal. Ja, okay, ich hätte schon, also ich würde das Lenkrad wieder hier haben, ne? Kann ich noch rausziehen? Nee. Und ich sehe gerade so die Geschwindigkeit. Das kmh sehe ich schon wieder nicht mehr. Okay. Ja, aber gut, die meisten Sachen sind unten, von daher geht das. Ich sehe die beiden Ecken nicht. Also oben rechts und unten, ja. Oben links. Ja. Das ist, also ich habe es halt immer unten, ne? Also auch in jedem anderen Auto habe ich das Lenkrad immer ganz unten, weil ich das halt so mag und ungern meine Hände so weit oben habe. Und dadurch habe ich bei jedem Auto das Problem, beim Taycan zum Beispiel auch, ich konnte nicht mit der Karte hier vorne fahren, weil dann war die Geschwindigkeit hier oben und das war immer vom Lenkrad verdeckt. Hier ist es so, dass ich jetzt die Geschwindigkeit noch sehen würde. Aber ich müsste es wahrscheinlich schon noch ein bisschen höher stellen. Aber das ist auch wieder individuell. Irgendwann werden wir die Dinger sowieso wahrscheinlich hier oben nicht mehr haben. Dann übernehmen sie es alle vom Yoke-Lenkrad, vom Model S. Aber das wird noch ein paar Jährchen dauern. Bin so mir sicher. Vom Aussehen finde ich das aber nicht gerade schön, muss ich sagen. Das Yoke-Lenkrad? Ja, also klar, wenn man es fährt, ist es wahrscheinlich nochmal was anderes. Mhm. Aber so nur von den Bildern und Videos wäre nichts für mich. Ich bin sehr gespannt, wie man damit fährt. Ich habe jetzt schon Berichte gehört, klar, die Leute, oder wenn du dich das erste Mal reinsetzt, ist es völlig ungewohnt und blöd wahrscheinlich auch, ja, weil du halt automatisch hier auch den machst. Aber ich habe schon von verschiedenen gelesen, die gesagt haben, nach 1000 Meilen hast du dich dran gewöhnt und das ist geiler als jedes andere, weil du halt gerade diese Sicht hier vorne auf das Display hast, ne? Weil ja, das Model S hat ja auch wieder ein Display hier. Und da hätte ich dann das Problem nicht. Es ist halt immer eine Sache, ich meine, auch das Display ist ja gigantischer Fortschritt zu dem, was Ford normalerweise hat. Ne? Also ich habe damals den Systemarchitekt, also einen Systemarchitekten kennengelernt. Ich glaube, das waren nur irgendwie 20 oder 15 Leute, die sie quasi auch außerhalb von Ford hatten, in einer eigenen Unit, die sich damit beschäftigt haben, wie quasi das nächste Infotainment-System aussehen kann. Und er hat mir noch damals erzählt, dass sie das Ganze auf React gebaut haben. React ist ein Framework, also ein JavaScript-Framework, was, glaube ich, ursprünglich von Facebook kommt. Schon relativ fortschrittlich und es sieht modern aus. Ne? Es sieht wie ein Handy aus. Ne? Dicke Knöpfe. Auf die nächstgelegene Straße. Jetzt geht's zu mir nach Hause. Ich habe einfach auf irgendwas geklickt. Okay, und das ist der Knopf für nach Hause navigieren, ne? Genau. Okay. Ich hier abbrechen direkt wieder. Ja, und ich, also hier oben habe ich wahrscheinlich das Menü, genau, Radio, Navigation, Reifendruck, Fahrten, kann ich mir ansehen, wie du jetzt irgendwie unterwegs bist. Okay, weil wir jetzt standen, 100% klimatisiert. Richtig. Dann hast du da oben Bordcomputer 1 und 2. 2 ist seit Auslieferung nicht zurückgesetzt worden bei mir. Ah, okay. Da sieht man auch durch meine ganzen Kurzstrecken. Also 26,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Genau. Und du saßt wahrscheinlich häufig im Auto und hast ein bisschen rumgespielt, dass du irgendwie 28% für Klimatisierung benutzt hast? Jein, also es sind halt echt die Fahrten im kalten Wetter. Auch abends, ich bin teilweise erst um 1 zu Hause von der Arbeit. Okay. Deswegen, wenn es dann auch kalt ist, dann möchte ich mich so kuschelig warm haben. Ne? Es ist sofort intuitiv zu bedienen irgendwie, ne? Was ich halt, also digital ist für mich unfassbar wichtig, deswegen liebe ich zum Beispiel Tesla. Und habe Probleme mit anderen Autos, die aktuell auf den Markt kommen. Aber hier finde ich es auf Anhieb gleich klar, dass ich das irgendwie bedienen kann. Ne? Oder wie ich das bedienen kann. Ne? Guck mal, ohne zu wissen, habe ich es auf Fahrzeug geklickt und das sind die Fahrzeugeinstellungen. Genau. So, das ist irgendwo gelernt. Hier, das Ding, das fand ich auch geil, das hatten sie mir erklärt, dass
das ist quasi draufgeklebt aufs Display ja. und ist dann bedient das quasi darüber dann das Touch-Display. Also das ist nicht irgendwie, das ist einfach nur, das ist kein elektronisches Teil, sondern da sind irgendwie Sachen drin, die das Touch-Display bedienen. Sitzheizung, Display, Klimatisierung. Ja, ist doch. Und du nutzt meiste Zeit Apple CarPlay? Ja. Also ab und zu, wenn es, keine Ahnung, mal zu einer Ladestation gehen soll, dann benutze ich auch die Ford Navigation, weil es wird zwar nicht offiziell kommuniziert, aber er soll angeblich eine Vorkonditionierung haben. Okay, das ist natürlich wichtig, gerade im Winter, das haben wir jetzt auch schon häufiger festgestellt. Ich will einmal nach München navigieren. Sucht er Ladesäulen raus? Ja. Ja, sind auch schon direkt drin. 5 Ladestationen, 2,5 Stunden laden. Da macht sich dann der kleine Akku natürlich bemerkbar. Klar, ja. Numotion, Ionity. Hast du da einen speziellen Tarif bei Ford? Weil Ford ist ja auch bei Ionity. Genau, ich habe für ein Jahr Ionity Premium sozusagen gratis bekommen. Für 31 Cent die Kilowattstunde, glaube ich. Oh, okay. Das ist cool. Das ist cool. Und Plug-and-Charge hat er auch bei Ionity. Ah. Anscheinend auch schon direkt automatisch. Hier vorne hast du diese Leiste, die quasi deine Aufmerksamkeit analysiert. Wahrscheinlich, wenn du das filmst, dann wirst du da so ein bisschen Infrarot und sowas aufflimmern sehen in der Kamera. Das sind Sensoren, weil in Amerika gibt es ja dieses Blue Drive, nee, wie hieß das? Blue Cruise heißt das, glaube ich. Blue Cruise, okay. Womit du auf Autobahnen quasi auch die Hände wegnehmen kannst und dann beobachtet der dich, wie genau. aufmerksam du bist. Also quasi das, was Mercedes mit autonomem Fahren hier in Deutschland macht, Level 3, weiß ich aber, also ich meine, du darfst auch bei Ford dann offiziell die Hände quasi wegnehmen. Soll auch ganz gut klappen. Ich habe mal 1-2 Videos davon gesehen. Also da fahren einige Leute echt ein paar Kilometer. Es sind dann aber auch nur vorher schon von Ford abgefahrene Strecken. Genau, also ist exakt wie Mercedes in Deutschland. Ne? Mercedes in Deutschland ist aber nur 60 km/h, nicht bei Regen, nicht bei Nebel, nicht in der Nacht, nur auf abgefahrenen Straßen. Aber halt die größte Limitierung ist halt nur maximal 60 km/h, womit das Ganze halt auch wirklich, ja, egal. Türgriffe finde ich geil. Weiß ich nicht, siehst du das? Das ist einfach also wirklich wie aus so einem, ich weiß nicht, wie so ein, oh Gott, wie heißen die Sitze, die nach oben schießen, die aus dem Düsenjet, keine Ahnung, so stelle ich mir das mal vor, ich ziehe hier dran und dann fliege ich oben raus, wie im James-Bond-Film. Schleudersitze, danke. Genau. Kurzes Quiz war das für euch. Genau, und dann geht die Tür auf. Gut, dann fahren wir. Also, hier unten am Drehregel einmal auf D. Und dann hast du hier die Möglichkeit, einen Fahrmodus einzustellen, ne? Genau. Also ZAM ist Chillomat. Richtig, sozusagen Echo. Okay. Aber das könnte man in einem Mustang natürlich nicht Echo nennen. Ändert sich nicht viel am Verbrauch. Und jetzt geht er sogar hell. One-Pedal-Driving war stark, was ich gut heiße. Ich bin eigentlich gar nicht mehr gewöhnt zu bremsen. Oh, Wendekreis scheint gut. Kann das sein? Ist okay. Für einen Ami. Ich bin BMW i3 gewohnt. Also ja, okay. Danach ist alles schlecht. Das stimmt. Aber das, was ich sagte, also während der Fahrt hast du nicht den Eindruck, dass dir irgendwas an Sicht fehlt, ne? Ja, genau. Also man sieht die Straße perfekt. Warum spritzt das? Wo kommt das Wasser her, was hier hochspritzt? Das kommt von der Motorhaube. Ach so, okay. Weil die hydrophob ist. Ah. Wegen der Folie. Ah, okay. Und wenn temperamentvoll sagst du, dann hat er nochmal extra Sound. Genau. Hat er bei aktiv auch, aber nur dezent. Und dann, wenn du gleich beschleunigst. Du hast ja Allrad, das heißt, Nässe sollte jetzt nicht so schlimm sein, wie von den anderen Mustang-Videos, die man so kennt. Oder mal einer ausbricht. Es war auch noch, erinnere mich noch, auch in L.A., da haben die richtig viel Tamtam drum gemacht, uns da die Sounds zu präsentieren und wie viel Mühe die sich da gemacht haben. Und erinnere mich noch. Klingt wie ein elektrischer V8. Ja, genau. Ja, soll das schon imitieren. Ich finde es so krass, weil man die Motorhaube auch so heftig sieht. Ne? Also man fühlt sich schon in einem Sportwagen irgendwie, weil man halt eben so viel Motorhaube vorne sieht und die ja auch nicht, wie du schon sagt, dass nicht gerade kurz ist. GT gibt es noch gar nicht, ne? Doch, die kannst du inzwischen bestellen. Ah, okay. Aber ausgeliefert wird noch nicht. Oder, weil ich meine, also, das weiß ich gar nicht. Boah, es hat sich alles so viel verzögert. Damals meinten die, dass der GT, ja gut, dass der GT 2022 kommt. Da sind wir jetzt, glaube ich. Weil der ist dann ja auch nochmal richtig biestig mit 3,7
Sekunden von 0 auf 100, also Model Y Performance quasi. Ja, der sieht auch nochmal ein bisschen besser aus. Ich glaube, ja, nur vorne ist, glaube ich, der Unterschied. Ja, ja. Wenn du nicht schwarz hast, dann ist vorne da dieses, der Kühlergrill, der geschlossen ist, ist dann halt auch schwarz. Ja, das, ja, ich habe den hier in Hamburg, als er vorgestellt wurde, mal gesehen. Ich glaube, 2020 war das. Okay. Sieht echt schick aus, auch mit dem Blau, was sie da anbieten. Mhm. Aber braucht man nicht, also ich nicht. Das ist krass. Also das Fahrwerk finde ich auch super. Also wir fahren jetzt relativ langsam, ne? Aber es ist echt sportlich. Ich finde es zu hart. Ja gut, ich mag also ich bin eigentlich eher ein bisschen komfortablerer Fahrer. Ist zwar jetzt nicht gerade das richtige Auto für das Profil dann, aber... Ja. Ich finde das total geil. Es passt zum Auto, finde ich. Also es ist halt ja, Mustang, das, ne? Definitiv. So, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ein Kuga oder sowas elektrisch hast, dann würde es wahrscheinlich zu sportlich sein. Aber für mich wäre das genau mein Ding, dass das so sportlich ist. Ist auch witzig, dass selbst die, kann ich hier, ja, dass die U3 hier angezeigt wird, sogar mit den Schienen, den 3D-Daten. Wie bist du zum, oder warum hast du dir den geholt? Also warum hast du dir den Wagen geholt und warum wolltest du ein Elektroauto haben? Ist ja nicht mein erstes Elektroauto, ich hatte vorher den BMW i3. Mhm. Ich finde das einfach super. Für mich, okay, der i3 ist jetzt nicht vergleichbar mit dem, aber von den Unterhaltskosten war er günstiger. Das war so ein bisschen im Hinterkopf geblieben immer. Habe ich jetzt bei dem im Vergleich zum Diesel immer noch. Das Fahrverhalten, das gefällt mir. Ich habe keine Vibration vom Motor. Ja. Genau das. Ja. Das hast du nicht bei einem normalen, außer du holst irgendeinen PS-starken Wagen. Und du hast zu Hause eine Wallbox? Welche hast du da? Welche hast du gekauft? Ich habe die Easy Home. Okay. Die steht bei meiner Mutter in der Garage. Mhm. Bei mir lohnt es sich nicht, weil es zu teuer wäre. Okay. Also weil ich da die komplette Elektrik umbauen lassen müsste. Und ab und zu, wenn ich da bin, lade ich dann. Aber das reicht dir oder musst du auch manchmal öffentlich laden? Ab und zu muss ich auch öffentlich. Okay. Also komplett 100% nur bei Mama geht leider nicht. Was ich ab und zu dann mache, wenn ich dann sowieso am Abend da war, wir wohnen halt auch ziemlich nah beieinander, dann nehme ich kurz den anderen Wagen mit und lasse ich den da stehen. Dann habe ich morgens wieder einen vollen Akku. Okay. Was war deine längste Strecke, die du bisher gefahren bist? Bis jetzt noch gar nichts Langes. Nach Tornisch, das ist hinter Pinneberg. Ja, okay. Gut. Also noch nicht die Zeit gehabt, mal so einen Wochenendtrip oder so zu machen. Das also 2100 Kilometer? Das ist alles Kurzstrecke. Und das ist auch einer der Gründe, warum elektrisch. Weil im Diesel, ein Benziner würde sich ja gar nicht lohnen wegen der Gesamtkilometerzahl, die ich jährlich habe. Und dann, der wird ja auch nicht warm. Da machst du den Motor in kürzester Zeit kaputt. Ja, und hier hast du wahrscheinlich, Ford gibt wahrscheinlich auch 8 Jahre Garantie auf Batterie und so, ne? Weißt du das? Ist eine lange Garantie, aber ich weiß nicht genau, wie lang. Ich glaube 8 oder 10. Also ich lese das immer wieder, ja, wenn die Batterie kaputt geht und so weiter und so fort. Ja, wenn ein Verbrennungsmotor kaputt geht, ne? Also der ist jetzt auch nicht gerade günstig, ne? Eben. Oder so. Ein Getriebe. Ja. Und wir wissen, gut, hatten wir auch schon mal in einem Video drüber gesprochen, so, und wir wissen nicht, was in 5 Jahren dann die Batterie neu kostet. Und erstmal übernehmen, das ist sowieso die Hersteller oder müssen sie übernehmen, um da halt auch wirklich Vertrauen in die Sache zu packen. Und das ist alles nur Was-wäre-wenn-Diskussion. Ich finde den Wagen echt cool. Muss ich sagen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ich finde das, also man muss, ich muss wirklich sagen, Sound, okay, finde ich witzig, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Kann man ausschalten, ja, habe genau. Ich meistens dann auch. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach Fahrgeräusche, guck mal, wie intuitiv das zu bedienen ist. Ne? Finde es sofort. Aber es ist auch ein bisschen Platzverschwendung, muss ich sagen. Beim Laden oder so hätten die auch Netflix oder YouTube oder so einbauen können. Das hast du noch nicht, ne? Nee, leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob das kommt oder nicht. Die haben aber ja auch so einen App-Store, ne? Aber ich glaube, das ist eher über... Das ist nur, was die dir schicken. Ja. Also da kannst du nichts laden. Ey, finde ich aber super. Der bringt echt Spaß zu fahren. Ab 2023 sollen die auch zu Google... Hier, wie heißt das? Google Automotive heißt das, glaube ich. Wechseln. Nein. Nicht gut. Oh, ich weiß nicht. Ich finde das so eine absolute Demütigung für den Autohersteller, weil es ja offensichtlich zeigt, dass sie IT nicht beherrschen. Ja. Also das ist ja eine gute Basis, auf denen sie das hier aufbauen können, würde ich jetzt sagen. Aber offensichtlich ist es doch eine zu große Herausforderung. Klar, Google wird was Geiles am Ende des Tages für Nutzer machen, aber es ist am Ende des Tages ein Armutszeugnis für den Hersteller, weil er quasi damit bestätigt, IT kann ich nicht. Ja, so, und das stimmt. Degradiert den Autohersteller halt völlig auf den Autohersteller. Wo sie natürlich herkommen, aber wenn wir über zukünftige Geschäftsmodelle sprechen, da gibt es auf jeden Fall auch sowas wie ein App-Ökosystem und so eine Geschichte. Ja. Und wenn du das dann plötzlich an Google übergibst, so dann... Bist du natürlich gebunden, was sie dir da erlauben, ne? Eben. So, und ich
war auch nie ein Fan davon. Klar, die Presse und alle haben darüber geschrieben, oh, wie geil, Google Imposter. Da viel gelesen, dass das IT-mäßig echt viele Probleme gemacht hat und dass das Google-System jetzt auch nicht von Anhieb so geil war, was okay ist. Ne? Poster war da der erste Wagen, soweit ich weiß, und Google kann auch da nicht von vornherein alles perfekt machen. Sicherlich, wenn jetzt das hier beim Mach-E kommen wird, dann wird das schon ausgereifter sein. Aber iPhone-Prinzip, ne? Hardware, ja. Software, alles von einem Hersteller funktioniert. Ja, das stimmt. So, und so, sorry, ich sag's auch wieder, Tesla, Hardware, Software von einem Hersteller, es funktioniert. Ja, Tesla wird ja auch eher als Softwareunternehmen gesehen, teilweise von einigen Leuten, ne? Ja. Ja, aber sorry, das ist für mich ein Argument für dieses Auto, weil, ja. Also ich habe lange überlegt, da nochmal ein Video zu machen, gerade weil ich beim IONIQ 5 da so viel auf die Nuss bekommen habe. Ich würde mir niemals einen IONIQ 5 holen, weil ich den IT-mäßig einfach, der ist nicht auf meinem Stand, den ich erwarte in so einem Auto. Und IT, auch wenn natürlich das Auto die Priorität 1 hat, mich von A nach B zu bringen, möchte ich doch aber das Gefühl haben, dass das Auto mit der Zeit mithalten kann und dass ich nicht, wenn ich irgendwie vom Handy auf das Auto gucke, irgendwie mich 10 Jahre in die Vergangenheit setzen muss. So, das ja. Habe ich, also hier sitze ich drin und ja, es ist nicht perfekt, ne? Aber ich kann es sofort bedienen. Ja. Ich weiß, wo ich was finde, weil Leute das entwickelt haben, die sich angucken, was jetzt momentan Stand der Dinge und Stand der Technik ist. So beim IONIQ oder auch ja, beim Skoda Enyaq finde ich, ist schon besser, aber auch da finde ich, hat sich VW keinen Gefallen getan und viel zu kompliziert teilweise gemacht. Und es funktioniert halt auch einfach extrem schlecht, zumindest beim Enyaq, also teilweise aus dem schwarzen Bildschirm. Wobei das inzwischen besser ist. Ich bin ein Probe gefahren, okay. Und da lief die Software tatsächlich ziemlich flüssig. Wir haben es in unserem immer noch, dass du steigst teilweise ein und es ist ein schwarzer Bildschirm. Das Video habe ich gesehen, wo du darüber geredet hast. Das war dann auch so für mich, okay, vielleicht doch kein Enyaq, weil ich liebe es auch, wenn die Software gut ist. Als ich dann selber gefahren bin, war das tatsächlich inzwischen ziemlich besser. Okay, oh, hier noch einer. In weiß. Sieht schick aus. Um den Punkt abzuschließen, ne, dass ich kann mich mit Autos nicht anfreunden, wo das einfach nicht funktioniert. So. Ja. Und das kommt hier schon gut an das ran, wo ich sage, okay, da bediene ich sie wie auf dem Handy. Ja, ich habe mich mittlerweile an das Horizontale gewöhnt. Wie du halt sagst, du hast hier, also ich gucke beim Laden immer Twitch. Ne? Also ich habe das immer an oder Netflix oder sonst was. Das bietet schon unfassbaren Mehrwert. Ja, das geht hier schon in die richtige Richtung. Natürlich, ja, wenn Google dann hier raufkommt, dann Ford wird sich ja was gedacht haben. Also zum einen sparen sie Kosten am Ende des Tages und zum anderen ist es natürlich geiler, ein IT-Unternehmen zu haben, was das für viele Unternehmen entwickelt und dann was Geiles auf die Beine stellt, statt irgendwie da so ein Alleingang zu machen. Weil es ist unfassbar aufwendig, natürlich sowas für einen Autohersteller zu machen, der einfach keine Ahnung davon hat. Also du würdest aber nach dem i3, hast du schon nicht gesagt, dass du zurück zum Verbrenner gehst? Nein, auf keinen Fall. Das heißt, nach dem Mach-E würdest du es jetzt auch nicht mehr machen? Deswegen habe ich ihn auch gekauft tatsächlich. Also ich habe den i3 geleased gehabt. Danach war klar, okay, jetzt ein ordentliches Auto finden, was auch zu mir passt. Also auch von der Größe her, der i3. Ich hätte den i3 tatsächlich auch gekauft eigentlich, aber er war dann zu klein. Mhm. Also Kofferraum geht gar nicht bei mir. Okay, ist jetzt auch nicht der größte, aber er reicht für meine Bedürfnisse. Deswegen, nee, Verbrenner. Mhm. Ich habe noch einen, den fährt hauptsächlich meine Mutter. Mhm. Die kriege ich leider nicht weg davon. Dabei hat die doch die Ladesäule zu Hause. Das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum sie die hat. Aber ist noch nicht so ganz. Ja, das bedarf alles seiner Zeit, da umzustellen. Aber also ich bin echt positiv überrascht. Ich weiß nicht, warum nicht mehr über dieses Auto gesprochen wird. Echt cooles Auto, gefällt mir. Könnte ich mir auch selber tatsächlich irgendwie vorstellen. Hast du bald auch eine Flotte? Nur halt dann nicht mehr, wenn Google da drauf ist. Ich weiß nicht. Da musst du dich beeilen. Ja, ich glaube, die haben da ein bisschen gesehen, bei Polestar kommt das ganz gut an. Google kennt man. Also ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Aber die Frage dahinter. Ist natürlich, also das hatte ich damals bei der Polestar-Präsentation dem CEO gefragt von Polestar. Ich wurde belächelt, wer da eigentlich was zahlt.
Weil bei Android, bei den Handys ist es so, soweit ich weiß, ich bin da kein Branchenexperte, aber Android ist für ein Samsung kostenlos. Ne? Und okay. Dafür hast du aber eben Android von Google drauf. Klar, Samsung kann es ein bisschen anpassen, aber Android ist mehr oder weniger Open Source. Sorry, also korrigiert mich gerne in den Kommentaren, was ich jetzt hier sage. Aber Google verdient am Ende des Tages daran, dass du deinen Google-Account einloggst, dass du Nutzerverhalten weitergibst und so weiter und so fort. So, ich bin der Letzte, der sich hier groß über Datenschutz aufregt, weil ich bin einfach eine andere Generation, wo ich sage, dass wenn ich am Ende einen guten Nutzen davon habe, so what? Sehe ich auch so. Aber natürlich fragt man sich das natürlich, in welche Belange du Google da noch reinlässt. Ne? Zu Hause hast du hat Google nicht auch diese Lautsprecher, dann hast du es auf dem Handy, dann hast du es im Auto. Natürlich wirst du noch gläserner und irgendwo ist dann auch für mich der Cut. Ne? So, ich habe jetzt Apple, ich habe dann im Auto habe ich Tesla, so klar, aber die beiden interagieren jetzt auch nicht. Bei Google hast du es wirklich in allen Belangen. Und deswegen ich bin mir ziemlich sicher, dass die Autohersteller nicht zahlen werden am Ende des Tages, dass Google das entwickelt. Sondern der Revenue Stream für Google wird sein, Account ist verbunden, ich weiß noch besser, wo der ist, ich weiß noch besser, wo er hinfährt. Alles Daten, die sie verkaufen können. Dann, aber ich kann selber hier nutzen Werbung anzeigen. Und ich kann am Ende wahrscheinlich noch einen App Store anbieten. Ja. So, das wird der Revenue Stream für Google sein und nicht, dass irgendwie die Autohersteller Lizenzen abdrücken. Was natürlich einen Revenue Stream für die Autohersteller wegnimmt. Ja. Und vielleicht machen wir da noch mal ein Video, mal sehen. Das war jetzt sehr viel auch IT-Talk. Ich danke dir auf jeden Fall. Wir sind zurück beim Elektro-Hub hier. Du kannst jetzt gleich dich einmal noch mal ins Model Y setzen. Dankeschön. Das steht hier. Also Leute, bis dann. Ciao.